Das Münchner Traditionselektrogeschäft Saturn muss nach mehr als 30 Jahren schließen. Der letzte Verkaufstag soll voraussichtlich der 16. Januar 2021 sein. Der Saturnmarkt an der Theresienwiese war der erste in München. Seit 1986 fanden Kunden hier alles rund um Technik und Elektro. Der Grund für die Schließung: Der Vermieter plant ein neues Konzept für die Immobilie. Betroffen sind rund 46 Mitarbeiter und Azubis.